Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Ich würde sagen, neue Woche, neues Glück. Und zwar wollen wir einmal hier die Weekly Chest aufmachen, The Great Vault. Ich war letzte Woche wieder ein bisschen fleißig, habe wieder ein paar Mythic Plus Dungeons durchgeballert. Und jetzt wollen wir hier Wächter einstellen. Ich habe nämlich, warte mal, habe ich es noch im Inventar? Nein. Ich glaube, ich habe es auf die Bank gepackt. Ich war letzte Woche unter anderem einen 15er Dungeon, habe das auch getimed und dann habe ich ein Item gekriegt und ich hatte wieder Herstellung drin und was habe ich jetzt für einen Trinket bekommen? Ihr könnt es euch vorstellen, ich habe einfach schön den Heiler Trinket rausgezogen, leicht bitter, wo haben wir es denn? Hier genau, schaut euch das an, schön Heiler Trinket, weil ich für meinen Transmog immer umschalte auf Heiler, weil ich halt so ein Heiler-Dolch noch von Rare Farm, dann vergesse ich es umzuschalten. Jetzt habe ich ein schönes Mythic 15er, 210er Trinket für Heal. Und was habe ich an? Irgendwie zwei so scheiß, ja gut, das eine ist gut, aber das wäre halt schon ein bisschen besser gewesen, wenn ich hier einen 210er hätte. Naja, egal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt für die Weekly Chest umschalten. Nicht, dass wir noch ein Heiler-Trinket oder eine Heiler-Waffe rauskriegen. Wir haben jetzt auf Wächter umgeschalten. Letzte Woche habe ich folgendes gemacht, ich glaube einen 15er und drei 14er, also müsste ich zwei 26er Items kriegen und drückt mir die Daumen, dass das was Gutes ist. Oh, Hose und Hals. Hose und Hals. Also Hose brauche ich nicht, weil Hose habe ich ein Legendary und Hals habe ich glaube ich schon relativ Gutes. Ja gut, da habe ich Tempo Mastery, da habe ich auch schon Sockel drauf geballert. Und Hose haben wir Mastery Crit. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Ich könnte natürlich auch Stygian nehmen, aber das machen wir sicher nicht. Ich glaube hier, das Versa-Item ist schon ein Ticken besser. Es sind halt drei Item-Level nur Upgrade. Also jetzt kein sonderlich großes Upgrade, aber besser als nichts. Boah, hätte ich vielleicht doch lieber 10 Innis laufen sollen, ne? Nicht nur 4. Zwei Auswahlmöglichkeiten ist natürlich weniger als 3, ne? Okay, das haut mich jetzt leider nicht von den Socken. Ich glaube, die Hose kann ich ziemlich vergessen. Ich könnte natürlich aber auch den Umhang switchen. Und ich glaube, dasselbe Legendary könnte ich auf dem Umhang auch bauen. Ich hätte nämlich genug Seelenasche. Aber ich glaube nicht, dass sich das lohnt, weil auf der Hose habe ich halt viel mehr Stats als auf dem Umhang, ne? Und ein 235er Item sind dann halt nochmal 9 Item Level höher, vor allem auch noch mit Biss-Stats. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich glaube, wir nehmen den Hals, der mehr oder minder gut ist. Und ja, haben wir ein bisschen Versa drauf, Versa Crit ist okay, sockeln den nochmal und gut ist. Sonderlich beglücken tut mich das jetzt natürlich nicht, aber wir haben zumindest einen 14er Schlüssel bekommen, Schlüsselstein, und können dementsprechend meinen eigenen Key laufen. Ich muss mal gucken, ich versuche diese Woche immer nochmal einen 15er zu laufen, dass ich dann auch wieder einen eigenen Key rausziehen kann. So, jetzt bin ich am Überlegen, das Ding hier müsste ich dann am besten auch gleich sockeln, dass es auch besser ist. Und wisst ihr, was wir jetzt gucken? Das ist jetzt ein bisschen eine Enttäuschung gewesen, ob irgendwas im Aha ist, was so ein bisschen vielleicht keine Enttäuschung ist. Okay, da ist halt nicht viel drin, ne? Warte mal, nur verwendbar so rum. Muss ich mal gucken. Naja. Der Ding ist gar nicht mehr drin, oder? Der Umhang? Ich habe letztens geguckt, da war der Umhang für, ich glaube für 2,5 oder so drin, den hätte ich mir jetzt fast geholt, ne? Also 250.000, aber gut, der ist leider nicht mehr drin, erspare ich mir das. Weil irgendwie hätte ich mir jetzt halt schon vorgestellt, ein bisschen höheres Upgrade zu haben. Aber klar, umso mehr Items du hast, ne, umso weniger Upgrades kriegst du halt. Das waren jetzt halt tatsächlich nur 3 Item-Level und von den Stats so, naja, okay, ein Ticken besser ist es an dem, in der Stelle, weil wir halt einfach Versa drauf haben und Versa mein bester Stat ist. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich sockel den jetzt noch. Und zwar müssen wir da einmal zu Venadi und können da einen Sockel drauf schmeißen. Und dann muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich die Woche ein paar mehr im Plus laufe, dass ich nächste Woche vielleicht ein besseres Item kriege. Denn im Moment bin ich mich tatsächlich nur über die M Plus oder halt die Weekly Chest am Equipen. Und da ich nur M Plus mache, ist es halt, wie gesagt, ja, eine M Plus Kiste. Und das ist halt dann ein Item in der Woche. Und wenn das nix oder nicht so ein großes Upgrade ist wie jetzt die Woche, ist es halt doch ein wenig ärgerlich. Gut, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt trotzdem ein Söckelchen. Und zwar haben wir hier nochmal einen Sockelstein, den können wir da auf dem Hals auch drauf basteln. Genau, das wollen wir machen. Halt,
Ah, doch, nee, hier will ich ihn drauf bauen. Okay. Gut, dann hole ich mir jetzt noch einen Sockel, die kosten zum Glück nicht viel. Und ja, für die Aufnahme verabschiede ich mich an der Stelle schon. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Ich hoffe, einen wenig besseren Loot als ich. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.